Alte Autos, neue Location. Zum ersten Mal fand die traditionelle Kiwanis Classic am Areal des Schulzentrums Christkirchen statt. Die Kiwanis Classic ist eine Oldtimer-Veranstaltung und E-Mobilitäts-Charity-Veranstaltung in Christkirchen. Wir haben eine Strecke mit 75 Kilometern, 7 Stationen, wo verschiedene lustige Spiele gemacht werden. Nicht nur die Strecke der Rallye ist lang, sondern auch deren Tradition. Ja, dieses Event, die Kiwanis Rallye, ist vor 6 Jahren ins Leben gerufen worden. Wir Kiwanier überlegen ja immer, welche Veranstaltungen, Charity-Veranstaltungen wir machen können, damit wir wieder was in der Kasse haben und für gute Zwecke ausgeben können. Für die Teilnehmer ein Grund, mehr dabei zu sein. Es ist so, wir haben eine Freude, diese wunderschöne Veranstaltung zu unterstützen, weil sie einen Sinn hat. Kiwanis unterstützt die Kinder und wir sind gerne dabei und freuen uns immer, alle Jahre mitzufahren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das heuer ist in Christkirchen, aber ich bin bei jeder dabei. Wir fahren eigentlich in den Sommermonaten 2 Rallyes oder 2 Ausfahrten und heute sind wir da in Christkirchen. Es ist immer eine schöne Ausfahrt. Neben der Rallye selbst gab es auch ein tolles Rahmenprogramm. Wir haben eine große Tombola aufgebaut. Ganz gut kommt an immer das Oldtimer-Frühstück. Die Teilnehmer sitzen jetzt bereits beim Frühstück, bevor es auf die Rallye geht. Und ganz witzig sind die Stationen bei uns. Die Teilnehmer müssen dann Spiele absolvieren. Heute sind es 7 an der Zahl. Und nach Punkten wird dann der Beste gekürt. An den verschiedenen Standorten mussten die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit beweisen. Alle Teilnehmer müssen versuchen, aus dem Chorbrunnen 2 Liter Wasser auszuschöpfen. Und dieses wird dann bewertet. Was jedes Liter, der drüber ist, gibt Schlechtpunkte. Wir haben da eine manuelle Feuerwehrschlauchpumpe und da muss man wirklich auf schnellsten Wege bis zur Markierung das Wasser reinbringen in den Kübel und der Schnellste soll der Gewinner sein. Nicht nur die Rallye konnte man an diesem Tag gewinnen, sondern auch neue Freunde und Bekannte. Ich habe so viel Leute kennengelernt, Feind kennengelernt. Ja, ich bin bei 3 Oldtimer-Clubs dabei und es ist einfach eine Bereicherung fürs Leben. Denn letztlich verbindet eine gemeinsame Leidenschaft.